Wo bist du heute hin? Wo? Du hast schon gesagt, wo du heute bist. Ah, wo ich gerade bin? Ja, wo ich gerade bin. Ich bin gerade bei Michael Sander in Schwäbisch Hall. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wird wieder gespritzt und zwar werden wir gleich mit diesem Airless-Gerät hier im Hintergrund mit einer Wagner SF 33 Plus hier diesen Flur streichen und das Ganze machen wir mit einer Renovierfarbe. Wir haben knapp, wie viele Quadratmeter haben wir? 265 etwa. Knapp 265 Quadratmeter. Wir schauen, wie schnell wir sind und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, das Werkzeug, mit dem ich spritze, das Airless-Gerät, die Pistole, die Düse, die Produkte, die verlinke ich euch auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze auch anschauen und bei Bedarf auch bestellen. Ich habe jetzt gerade die Leibung im Hintergrund gespritzt und habe gemerkt, dass die Düse zu groß ist. Ja. Ich habe jetzt eine 521er Düse drin. Jetzt probieren wir eine etwas kleinere Düse aus, damit wir ein schöneres Spritzbild haben, weil ich hier nicht nachrollen möchte. Das soll nur gespritzt werden und fertig. Ja, und dazu muss das Spritzbild wirklich ideal sein. So, jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal eine Frage an euch. Wir haben hier knapp 100 Quadratmeter Bodenfläche, 265 Quadratmeter Wandfläche. Was würdet ihr machen? Würdet ihr das Ganze mit einer Rolle durchwalzen oder würdet ihr euer Airless-Gerät auspacken? Vorausgenommen, ihr habt eins. Ich habe eben schon mal auf Instagram gefragt, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ja, dort kriegt ihr immer Live-Stories. Ich blende hier nochmal meinen Namen auf Instagram ein. Ihr findet mich unter Wandprofi. Folgt mir gerne auch dort. Da kriegt ihr Live-Stories direkt von der Baustelle. Den Michael Sander, den müsst ihr mittlerweile kennen. Der ist hier hinten im Hintergrund gerade fleißig am Abkleben. Und ja, ich bin hier als Support wieder bei ihm, bei seinem Projekt und helfe ihm hier das Ganze heute in einem Tag durchzuziehen. So, und kurz zwischendrin, wenn euch das Thema Airless, Farbe spritzen und so weiter interessiert und ihr habt vielleicht einen Malebetrieb oder wollt einfach lernen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit in Berlin beim Airless Discounter, da gibt es ein Schulungszentrum, wo man das Ganze lernen kann. Ich werde selber auch bei einigen der nächsten Termine dabei sein. Wenn ihr das cool findet, interessant findet, dann poste ich einen Link unter dieses Video in die Videobeschreibung, wo ihr mehr Informationen findet und da könnt ihr euch gerne melden. Finde ich nicht schlecht, wenn das alles gewesen ist. So, ich zeige euch mal gerade hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da oben sind Wasserflecken. Ja. Die sind auch jetzt wieder nach dem Anstrich durchgekommen. Ist aber auch nicht allzu problematisch, weil wenn die Farbe einmal durchgetrocknet ist, dann sperrt es den Untergrund ab und bei der nächsten Lage, die man dann aufbringen würde, würde man diese Wasserflecken abgedeckt bekommen, oder Michael? Was ja, hast du so richtig gesagt. Also im Prinzip muss man es auch schon mal durchtrocknen lassen, damit die Wirkung auch einsetzt und dann am nächsten Tag kann man dann theoretisch auch mit einer Dispersionsfarbe drüber gehen, ja. Würde aufdecken. Also die Versuchung ist dann groß, direkt ein zweites Mal drüber zu gehen, bevor die Farbe durchgetrocknet ist. Das solltet ihr aber vermeiden.
So, wir haben jetzt fürs Spritzen hier eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, gebraucht, weil wir auch immer wieder zwischendrin abkleben mussten, Farbe nachfüllen und so weiter. Fürs Abkleben haben wir hier circa, wie lange haben wir gebraucht? Circa 5 Stunden, sagen wir mal. Sagen wir 4 bis 5 Stunden zu zweit. Genau. Und ich denke, das ist eine sehr gute Zeit. Das hat sich gelohnt und ja, wir sind fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Ergebnis. Ist sehr gut geworden. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne unter das Video in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Setzt auch gerne ein Häkchen an die Glocke und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Alles Gute und von uns beiden einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.